Frevler der Flock, Captain Robert Bruntlett. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Sind die Haifischjäger sehr daran interessiert, unser Bullenhai-Weibchen schon vor dem Startschuss zu finden. Generous bounty for a
shark out in Caviar Key. Bad news? Another shark attack. Der Golf ist riesig. 600.000 Quadratkilometer, um genau zu sein. Und damit das fünftgrößte der Weltmeere. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Thank you.
Die Rote Flut zu begrüßen ist in Port Clovis zu einer jährlichen Tradition geworden. Jedes Jahr im Juni versammeln sich die Einwohner, um den düsteren Vormarsch der giftigen Algenblüten an der Küste und den Stränden der Stadt zu beobachten. Es gibt kein konjunktursicheres Geschäft, mit Ausnahme des Frozen Banana Standes. Ob Boom oder Pleite, die Nachfrage nach den bewährten, hochwertigen Frozen Bananas bleibt konstant. Der Stolz des Bootsbesitzes manifestiert sich hier in Port Clovis auf viele Arten. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Durch die Überladung mit genverändernden Mutagenen hat der Hai nun einen asymmetrischen Vorteil. Nach Meersalz, Stickstoffoxiden und einem verlockenden Duftcocktail aus flüchtiger Biomasse. Der habgierige Vagabund ist ständig unterwegs und sucht nach allem, was seine auszeichnende Völlerei sättigen kann.
Pete hat ein neues Boot. Es scheint einige Funktionen zu haben, die für die zivile Nutzung wohl nicht ganz legal sind. Hast mich gefunden. Und nun? Pete, ich weiß nicht, was das alles ist, aber du machst uns Angst. Wovor musst du denn Angst haben? Bist du ein Hai? Pete, ich will das nicht, aber wir müssen wohl die Polizei einschalten und eventuell die Küstenwache. Ihr haltet mich für verrückt? Ich bin der normalste Mann, den ihr je gesehen habt. Es war nicht leicht, aber wenn etwas, ein Hai, mir alles nimmt, gebe ich ihm dieselbe Chance, die mein Junge hatte. Keine! Und jetzt, runter von meinem Boot, oder ich töte euch auch. Was zur Hölle? Ich hoffe, ihr habt Hunger. Heute Abend gibt's Haifisch, Herr Duffel. Pete hat ein beeindruckendes Kriegsschiff gebaut. Aber reicht es für die prähistorische Macht eines Mega-Hais aus? Vorbereitet. Ich wusste nicht, dass ich Torpedos hatte.
Symbol gibt es alles. Wasser! Take it up on the quick!
hatte. Langsam nimmt das hier Fahrt auf. Es scheint echt eine Fahrtgröße zu haben. Wir brauchen Taucher. Was ich tun werde! Ich schätze, hier gibt es eine Lektion zu lernen. Darüber, wie die zunehmende Kommerzialisierung der Natur die Menschen auf Kollisionskurs mit einer Umweltapokalypse gebracht hat. Doch dies ist eine einfache Fernsehserie, in der Leute zusehen, wie Haie Menschen und Menschen Haie töten. Also, bis zur nächsten Angelsaison. Das war Shark Hunters vs. Man Eaters.